Und weiter geht es mit Assassin's Creed Unity, nachdem wir jetzt früher aus dem Gefängnis geflohen sind und dann Elise gefunden haben und sterben. und mit ihr gesprochen haben und erfahren haben, dass sie eine Templerin ist und dass sie das wusste, dass wir Assassinen sind. Und es dann weggeschickt habe, hat er jetzt seinen Frust im Arno, seinen Frust oder den Kummer in Alkohol ersoffen und will zu den Assassinen. Ersoffen vor allem. Hat versucht, den Frust von der Seele zu trinken. So hört sich's am besten an. Und wir gehen direkt zur nächsten Mission, weil ich, bevor ich Nebenmission sowas mache, erstmal ein Assassine sein möchte. Und ich bin mal sehr gespannt. Es gibt Missionsstrang, Nebenmissionsstrang. Da gibt's Zeitanomalien, da gibt's einen. Jetzt gibt's ein Teaser, ein Trailer-Video, Teaser-Video von Ubisoft. Auf jeden Fall. Da spielt man im Zweiten Weltkrieg. Da klettert Arno nämlich den Eiffelturm hoch. Und schießt auf Flugzeuge. Ganz schön viele Leute hier. Entschuldigung fürs Niesen. Ich entschuldige mich immer, obwohl ich eigentlich gar nicht nützen müsste, aber ich finde es höflich. Hopp. Da ist ein Aussichtspunkt da oben. Ich möchte da hoch. Die Saint-Chapelle. Hopp. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch den Aussichtspunkt mitnehmen. Okay, jetzt hat's geruckelt. Oder jetzt ruckelt das Spiel. Da habe ich das erste Mal richtig gemerkt, dass es geruckelt hat. Obwohl ich meine FPS-Anzeige nicht trauen kann in der Situation, so wie es mir gerade auffällt. Hopp. Und hinauf. Ich sag ja, wenn wir. Nein, du bist da hoch. Muss ich A drücken, verdammt. Das wäre ein Finale für die letzte Folge gewesen. Da hinten waren wir eben. Und synchronisieren. Hübsch. Muss man sagen, sehr hübsch. Mein Auge juckt. Ist das überhaupt Versailles hier? Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube nicht. Habe ich letzte Folge Schwachsinn gelabert, oder? Ja. Ich kann gar nicht sagen, wo was war. Wo wir uns hauptsächlich aufgehalten haben bisher. Nee. Wo waren wir denn eigentlich hauptsächlich bisher? In welchen Gebieten? Ich kann es gar nicht sagen. Dann habe ich in der letzten Folge bestimmt Schwachsinn erzählt mit Versailles. Sah zumindest so aus. Egal. Passiert. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte runterklettern. Verdammt. Es sah nur so ähnlich aus wie am Anfang. Ja, es war es nicht. Da hinten ist Versailles irgendwo. Hab ich Schwachsinn gelabert, tut mir leid. Ich kann es auch nicht mehr retten, weil die Folge schon im Renderprozess ist und ich möchte die nicht mehr abbrechen. Sehr gut, er lässt sich auf jeden Fall nicht komplett fallen. Er greift immer wieder nach einer neuen Ecke. So. Oh. Hui. Wir können noch schneller rutschen, cool. Geht's hier hoch? Ja. Ich glaube, da hinten ist ein Heuhaufen. Gott sei Dank geht's hier runter. Ist ja mal eine Kunst. Oh Gott. Geht das hier weit runter? Das ist aber hübsch hier. Hopp. Da ist ein Heuhaufen. Und das Adlergeräusch kommt natürlich, so wie sich das gehört.
Wie das hüpft, das Ausrufezeichen. Ich bin hier, Mission. Das habe ich ja in letzter Folge schon vorgelesen. Da stand irgendwas von sehr schwierig. Ich sollte mich vorher ausrüsten. Wie soll ich mich denn ausrüsten, wenn ich noch kein Assassine bin? Spiel. Bitte. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Das Innere von Saint Chapelle untersuchen. Natürlich. Natürlich geht's so nicht rein. Wir waren doch gerade da oben erst. Menno. Ich glaube, da geht's rein. Cooler Move. Was soll ich nur mit diesem Medaillon anfangen? Ich dauere da mal einen Moment, bis man ihn wieder einsetzen kann. Okay. Irgendwo einsetzen. Sperrgebiet betreten. Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun haben. Ja. Lass mich. Ich kann mir vorstellen, wo. Du solltest da hochklettern, Junge. Ne, will er nicht. Hä? Was soll dieses Licht nur erhellen? Hier ist der Boden eingebrochen. Oder einge... Hä? Ich bin überfordert. Da oben. Jetzt habe ich dich entdeckt. Sehr gut. Ein bisschen gedauert, aber gefunden ist gefunden. Vielleicht der Sonnenstrahl. So. Das sieht für mich nach einem Jump and Run aus. Hopp. Hopp. Da geht's lang, gut. Ich wäre jetzt beinahe auf der falschen Seite lang gelaufen. Sopp. Sehr gut. Gehst du darüber? Danke. Cooler Eingang. Assassinen haben Style. Bitte kein unendlicher Ladebildschirm. Ich hasse die rausschneiden zu müssen, wenn die über eine Minute dauern immer. Dieses Spiel hat keine Ladezeiten. Ja. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick?
Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pisspot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Ja. Hübsch hier. Das war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Das ist ja welcher. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belleg dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Hal Anta, Mutta Akidon, Min? Anna Kavalek, Inau Kadendrala, Muajati Emulhakala, Seya Kuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Tipps. Links eine Waffe zu wählen, rechts ein Gerät zu wählen. Warum brauche ich das jetzt? Es ruckelt. Es war doch irgendwie sowas von klar. Dass es irgendwas ist, was ihn heim macht. Was zur Hölle? Was geschieht denn? Hallo? Ich glaube, das Leben von ihm wird ihm gerade nochmal bewusst gemacht. Boah, dein Leben zieht einem vorbei. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Courage, mon garçon. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger oben steht. Und mach mir ja keinen Unfug. Ich wollte schon sagen, das ist der Anfang. Vater! Wo steckt der Junge? Ich hatte ihm doch 6 Uhr gesagt. Wir sollten längst weg sein. Vater, ich bin's! Ich bin hier! Du stehst im Nichts. Ey. Ich hab das Gefühl, wir kommen einfach nicht näher. Was haben die ihm da zu trinken gegeben zur Hölle? Da waren Totenköpfe. Die Statuen gucken uns mit leuchtenden Augen an. Gott. Uah. Ich drück nach links und er fährt nach rechts. What the fuck, Anu? What are you thinking dabei? Wie viel darf ich jetzt neu spielen davon? Vater! Wo steckt der Junge? Och nö. Ich hatte ihm doch 6 Uhr gesagt. Wir sollten längst weg sein. Vater, ich bin's! Ich bin hier! Ja. Hopp. 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 Dann dürfte es gleich bergab gehen. Jetzt dürfte es bergab gehen. Dieses Mal hoffe ich, dass ich nicht ins Feuer fahre.
Rutschen ist so wunderbar. Hä? Ich berühre das doch kaum. Spiel, bitte. Du wirst sofort desynchronisiert, wenn du da drankommst. Ganz toll. Wie soll ich denn dem ausweichen, bitte? Oh, nerv. Vater! Wo steckt der Junge? Da. Ich hatte ihm doch 6 Uhr gesagt. Wir sollten längst weg sein. Vater, ich bin's! Ich bin hier! Ja. Es tut mir leid, dass ich gerade so viel fehle, aber ihr seht ja. Dass mir das Schwert drücke. Alter, warum hüpfst du nach links, wenn ich gerade ausdrücke? Und bergab. Ja. Dafür läuft das jetzt perfekt. Und tot. Er rutscht dann nicht mehr nach rechts. Ich war im... Boah. Mann! Blöde Assassinen-Mission. Wie kann man sich denn nur so blöd anstellen? Das ist eine Frage an mich selber gerichtet. Vater! Vater! Wo steckt der Junge? Ich hatte ihm doch 6 Uhr gesagt. Wir sollten längst weg sein. Vater, ich bin's! Ich bin hier! Wieso ist das so beschissen schwer? Bin einfach zu blöd dafür, bestimmt. Weil warum kommt da Feuer raus? So. Warum das Spiel hier keinen Checkpoint macht? So, jetzt einfach ganz langsam runter. So, dann habe ich einfach Risikovariante hoch 3 gemacht. Vater, pass auf! Nein! Mal schauen wir, nehmen wir das war. Nein. War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Oh Gott. Was geht denn hier ab, Pirater? Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, komm zu uns. Pass gut zu uns. Pisspot. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Er hat sie unter das Herr getötet. Habe ich nicht. Das war irgendwer anders mit S. Geh, ich lenke sie ab. Wo lang? Wirklich, ich bin gesegnet, einen so treuen Gefährten zu haben, mein Freund. Wenn ich ihn hier lasse, wird... Hallo? Wer seid ihr? What the fuck? Was ging denn jetzt hier gerade ab? Den Assassinen unbemerkt töten, das habe ich gerade überhaupt nicht gelöst. Ich hab's. Stand das da überhaupt? Wenn ja, war ich echt blind.
Ein Wunder, ich bin einfach auf den zugerannt. Deswegen hat er mich gesehen. Ja! Hat alles in seinem Kopf abgespielt. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Sequenz 2, Erinnerung 2. Die Wiedergeburt, Erinnerung abgeschlossen. Ich würde mal sagen, das war's dann mit dieser Folge Assassin's Creed Unity. Eine ganz schön lange Folge gerade, aber interessante Aufnahmeritus. Bisschen dumm angestellt. Das eine Mal habe ich das komplett überlesen, aber coole Mission. Ich drücke jetzt noch nicht auf Fortfahren. Ich mache jetzt einen Cut und dann drücke ich auf Fortfahren, wenn ich die neue Folge beginne. Dann haben wir gleich am Anfang gleich ein Intro oder irgend sowas. Und dann können wir die Mission direkt beginnen. Für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Tschüss.